So. Ja, so sind wir wieder da. Ne? Tun wir mal gleich laden. New Save. Spiel. Ist jetzt das Richtige? Ja. Spiel laden. Okay. Ja, und zwar erstmal willkommen. Ne? Ein herzliches. Schön, dass ihr wieder da seid und dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ich habe viel getan. Und zwar habe ich gebuddelt und bin gerade was am Ausprobieren. Wie ihr seht, habe ich schon 26.000 Dollar. Na, gehen wir mal runter langsam. Ich habe mir einen Magnetitabscheider gekauft. Da. Hab dann festgestellt, dass ich aus 6 Eimer gerade mal 12 Unzen bekomme. Gold. Frage ist jetzt, ne? Was das? So, jetzt brauche ich noch einen Eimer. Und dann mache ich einmal ohne den Abscheider und gucke, wie viel Danny zusammenkommen. Ja. Hier haben wir schon 90%, das heißt einmal voll machen, dann haben wir es. Wie ihr seht, habe ich schon mal ein bisschen gebuddelt. Ne? Das Loch ist schon ein wenig größer geworden. Auf die Plätze, fertig, los, oder? Ja. Ja, komm dann. Machen wir den noch einmal voll. Dann haben wir alle 6 Eimer zusammen und dann mache ich direkt nur mit. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Nein, ihr wisst es nicht. Nur mit dem Rütteltisch und gucken, was dann zusammenkommt. Aber ich mache mir gerade Sorgen um das Wasser, weil das Ding ist fast leer. Muss ich natürlich gucken, wie ich hinkomme. Mittlerweile habe ich auch 3 oder 4 Kabel kaputte. Weil der Bär meint, er müsste mal vorbeikommen, mir die Kabel anknabbern. Ne? So, also eine Schippe noch. Ja. Und hinein. Genau, das meinte ich. So. Dann lassen wir nochmal laufen. Bam, bam. Ja. Waschen die Matten aus. Bringen den Scheiß hoch. Und dann, ne? Ich weiß schon, was ich meine. Gucken, ob wir 100 kriegen oder ob ich mit der Schippe nachhelfen muss. 98. 99, Ende. Ja, toll. Legen wir noch eine Schippe drauf, oder? Komm. Wir haben es ja. Jawohl. Siehst du? Geht doch. Okay. Und hopp. Weil mich einfach interessiert. Ob das Spiel einen Unterschied darin erkennt. Wie zum Beispiel der Landwirtschaftssimulator. Ob man das jetzt mit Gülle düngt, mit festen Bestandstoffen, also QAA oder mit Dünger, ist dem Spiel eigentlich im Grunde genommen gleich. Deshalb will ich wissen, ob, wenn ich das da durchschicke, außer dass da Magnetit bei rauskommt, hä? Ah, da.
Passiert da was? So. Machen wir mal voll. Na, halt, den Kanister brauche ich noch. So, lassen wir mal laufen, die Scheiße hier. So, Kanister wieder hochbringen. Na ja, komm schon. Ja, der hat 100, da brauchen wir noch nicht. Stellen wir aber jetzt hier hin. So, einmal Ströme. Ja, den blauen Kabel, den dicken Kabel hat er mir angefressen. Ja, Strom drauf machen sollen. Der hat bestimmt Spaß gehabt. So, einmal schmeißen wir einfach dahin. Ja, mal schauen. Und ich lasse bewusst leer werden. Ja, sehen kann man eigentlich nichts, ne? Da sieht man immer so. Ach, das kommt von unten. Da-di-da-di-da-di. So, Schocke, Schocke, Schocke. Sekunde, bin sofort bei dir. Zack. Und. Kann natürlich auch sein, dass da hinten ein bisschen erschöpfter ist, dass da nicht mehr so viel Gold drin ist. Dass quasi am Rand viel Gold ist und nach oben hin. Also je größer das Loch wird, umso weniger. Okay. Ende. Ich würde sagen, sehr ärgerlich, ne? Komma 3 Unzen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist viel zu wenig. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist viel zu wenig. Okay. Aber wir nehmen diese 7,3 Unzen. Wir werden mal in die Stadt fahren. So, da haben wir noch kaputten Kabel. Den schmeißen wir noch eben raus. Dann kaufe ich mir was. Habe ich hier nämlich auch so ein Magnetit-Dingen. Na. Oh, eins. Ach, geh hoch. Hoch, 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 hoch. Na, komm schon. Ja, meine Ausbeute.
gucken, was dabei rauskommt, wenn er voll ist. Moment. Mal einen Schluck trinken. So. Jetzt habe ich nie auf die Uhr geguckt. Und zwar will ich mir was kaufen. Aber da werde ich wahrscheinlich lange Schläuche brauchen. Sollen wir uns einen kleinen Vorrat anlegen? Ja gut, dann fahren wir an der Tankstelle vorbei, ist ja kein Problem. Hier ist eine leere Kanister, den kann ich auch noch gleich voll machen. War das überhaupt richtig jetzt hier? Also da hoch ist nicht richtig. Aber ist schon mal interessant hier, die Strecke. Alter Verwalter. Wie kommen wir denn hier hin? Ja, das Ruckeln ist ein bisschen blöd. Ach guck, da ist die Tankstelle. Dann passt das doch. Oh, mal langsam ranfahren hier. Hä? Also, okay. Ah, geht ein bisschen mehr rein. Habe ich mir gedacht. So. Haben wir's. Sprit nehmen wir wieder mit. Erstmal werden wir hingehen und ja, mal da Gold einschmelzen lassen. Magnetit zeigt er mir null an. Ich weiß nicht, wie man an dieses Magnetit kommt. Keine Ahnung. Dass einem das angezeigt wird, obwohl ich diesen Abscheider habe. Na? Wir fahren sofort weiter. Brauchen wir Auto nicht ausmachen. Muss ich erst. Nö, ist nichts. Einschmelzen. Wird. Okay. Der ruft uns an. Sehr clever. Okay. Ich will mir nämlich was kaufen.
7.700. Okay, wir haben ja, das ist ein Problem. Kommen hier kleine oder dicke Schläuche dran? Strom kommt hier aber auch dran, ne? Ja, das ist egal. Ja. Jetzt ist das Problem. Also, ich kaufe mal vorsichtshalber einen dicken Schlauch. Drei kleine. Zwei davon. Drei davon. So, jetzt bräuchten wir eigentlich. Das ist es. Davon eine Verlängerung, davon eine Verlängerung. Nehmen wir von beidem eine mit. Eine elektrische Verlängerung. Dann nehmen wir nur eine kleine. Also nur eine kleine und eine große. Da weiß ja, was da gut ist. Verteiler brauchen wir keinen. Okay, lass mal erstmal bezahlen gehen. So. Jetzt müssen wir. Ja, hole ich aber gleich erst ab. Erstmal einräumen. Wir haben eine ganze Menge Zucker gekauft. So, zack. Ich muss nämlich mit dem Schlauch vom Bach zur Anlage kommen. Den Motor können wir zur Not vorne hinstellen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das Stromaggregat. Das können wir zur Not daneben stellen, direkt. Würdest du bitte dahin liegen bleiben tun? Okay, jetzt fahren wir nach Gold holen, weil ich brauche das Geld. Habe ich gerade festgestellt. Dann können wir nämlich was anderes machen. So, Motor an, Bremse los. Brumm. Den Abschalter holen wir uns gleich. Ja, passt schon. Komme ich mit dem Geld dann hin? Muss ich echt gucken. Ich wusste es. Da will ich. Ja, sorry für die Unterbrechung.
Die waren nach Gold am Verkaufen. Nein, nicht wegschmeißen. Mann, 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 Mann. So. Und zwar muss ich noch Geld haben für einen Bagger. Der kostet, ich glaube, 21.000 oder so. Wir fahren erstmal zur Bank, da Geld umtauschen und hopp. Mal eben schnell einzahlen. Könnte so gerade eben reichen. So, jetzt fahren wir dieses Ding abholen. Keine Ahnung, wie das heißt. Ach, diese mobile Station. So. Rückwärts ran. Kamera umstellen. Das war natürlich nichts. Geht dazu? Jo, das könnte hin. Könnte hinhauen. Gucken wir mal, ob wir einen Angehang kriegen. Ja, ist dran. Sehr gut. Kamera umstellen. Dann komm mal mit, mein Freund. Ja. Dann kann ich mir noch den Tank kaufen, ne? Wo muss ich bezahlen? Paint Shop. Checkout. Also Checkout ist, glaube ich, hier. So. Bestellung. Ich glaube, das ging jetzt so. So, Motor an. Bremse los. Auf geht's. Ja, das Ding fährt sich ganz schön beschissen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Uah. Alter Verwalter. Jetzt geht's aber los hier. Ich hoffe, damit können wir was erreichen. Uah, wir fahren doch mal vernünftig. Was hat denn hier? Rum. Ich will immer Luft am Anhalten. Luft am Anhalten. Ja, komm mal hoch hier. Oh, ah, noch ein bisschen. So.
Passt das? Ach, guck, mein Wacker ist da. Aber ich denke mal, da ist kein Sprit drin, ne? So, was machen wir mit der? Mit der hier. Wo stelle ich die hin? Ich würde sagen, einfach hier mal so mitten rein, oder? Da brauche ich einen dicken Kabel. Na toll. Einen habe ich, glaube ich, oder? Zwei. Wir können eh das Stromaggregat hier hinstellen. Ne, da brauche ich. Ne, die Pumpe brauche ich ja gar nicht. Das Stromaggregat. Aber pass mal auf. Den brauchen wir. Schon mal so ungefähr hinlegen, was wir brauchen. So, muss ich einen kleinen Schlauch oder einen dicken Schlauch haben? Einen kleinen Schlauch. Sehr gut. Legen wir auch mal hier hin. So. Dann brauche ich. Komm, schaffst du schon. So. Die Eimer brauche ich auf jeden Fall. Die tun wir erstmal an der Seite. Den stellen wir auch da unten hin, würde ich sagen. So. Zack. Dich brauche ich. Rein mit dir. Gut. Nummer 1. Den ganzen Kram holen wir uns auch später. Jetzt müsste ich nur mal gucken. Will ich mich jetzt mit dem Schlauch ziehen hier. Ja. So. Wie weit komme ich damit? Scheiß Waschtisch. Ja, komm, noch ein Stückchen. Oh, der ist sehr lang. Okay, bis hierhin. Das heißt, die Pumpe können wir hier hinstellen. Das würde gehen. Hallo Pumpo. Zack. Tschüss. So.
Ich baue das schon mal so lose auf. So, dann muss ich den anderen Schlauch haben noch. Und hopp. Dum, 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 dum. Verteiler brauchen wir jetzt nicht. Hopp. Hopp. Doch, den Verteiler brauchen wir wohl. Okay, Anschluss hier. So, na, da können wir uns hin. Verteiler. Na komm. Muss er jetzt gerade speichern? So, das war das. Okay. Den bauen wir hier. Dann haben wir eine Verlenkung, ne? Verteiler haben wir nicht. Okay. Verteiler haben wir da oben liegen. Und hoppala. Stromverteiler brauchen wir. Wasserverteiler, so. Oh, heiß. So, ein Wasserverteiler. So, so. Zack. Zack. Okay. Jetzt mal nicht testen, ob es funktioniert. Hä? Ach, kein Benzin. Hä? Bei
eigentlich ist doch Diesel drin. 89%. Ich denke mal, der ist so weit weg vom Dings her. Einmal brauchen wir auch. So weit sieht gut aus. Würde ich sagen. Wasser kommt, hä? Okay. Gut. Gut. Soweit wäre alles. Die anderen Teile bauen wir hier hin. Die muss ich noch holen. Dann würde ich sagen, reicht das erstmal für heute. Den Rest bauen wir beim nächsten Mal auf. Und dann fangen wir auch an. Mal mit einer Probebaggerei. Würde ich sagen. Genau. Also, bis dahin. Haut rein. Tschüss.